zurück bei Aliens Colonels Marines mit meinem Kollegen Shikamaru an meiner Seite. Moin. Aura. So. Ja, so. Auf jeden Fall haben wir da in der Richtung zwei Sachen. Ja, haben wir. Da hinten. So. Gudi, wollen wir mal. So, dann wollen wir mal hier weiter marschieren, wa? Ja. So. Und die Liste vorne. Wo ist. Oh, hier ist aber, als der Bruch in die Brüche gegangen war. Kurz, nicht so schnell, nicht so schnell, weil das liegt hier gleich hier vorne. Irgendwo. Ja? Ach, wo ist das jetzt? Wo ist denn jetzt das Zeug? Weiß nicht. Stehen wir eigentlich direkt drauf, auf dem Scheißding. Oder ist das irgendwie unter der Treppe hier? Ich guck mal. Also, wieso ist das alles jetzt momentan so schräg hier? Hallo? Also hier unter der Treppe ist nichts. Warte mal, irgendwie bin ich ja total von der Orientierung. Ach so, alles klar, jetzt weiß ich wieder. So, also hier soll irgendwas liegen. Ja, unter der Treppe ist aber nichts. Oder vielleicht da oben irgendwo oder so? Ich denke bestimmt oben, ne? Weil es müsste ja, es leuchtet hier auch auf, wenn man ja, ne? Ja, aber nur ganz leicht, ne? So leicht. Ja, aber das ist gut sichtbar. Also bei mir ist das gut sichtbar. Ja, dann irgendwie mal die Treppe. Gucken. Aber jetzt ist es komischerweise auch weg. Keine Ahnung. Ja. Was das ist. Ich schwöre, es hat ein Alien mit sich und ja. Rennt damit durch die Gegend. Nee, wir fährt uns davon. Echt? Weiß ich nicht, Alter, das ist. Was ich üben muss? Ich guck mal bei mir auf dem Radar. Alter, will mich da gerade verarschen hier oder was? Das ist doch nichts. Hä? Nee, da ist ja nichts. Aber das Radar zeigt genau hier an. Komischerweise lustiger Ding. Ach so? Also wie sagt das? Also Radar zeigt genau hier an. Aber naja, gucken wir erstmal vielleicht. Liegt es ja noch an einer anderen Stelle, weiter oben. Ja, ich denke mal, das wird vielleicht irgendwo weiter oben sein, wa? Hier? Da ist auch nichts. So, hier ist Bella. Komischerweise lustiger Ding. Oh, was los? Was ist los? Hier beeps. Ich habe was auf dem Radar. Ich auch. Alter. Warte mal, er da. Er hüpft da zwischen der Wand umher oder was? Hier nähert sich was. Ja, da oben, an der Decke. Kommen Sie wieder. Alter. Vor mir. Wow. Oh, fuck, das. Da ist noch irgendwo eine, da schuckt noch eine. Der läuft da oben. Jetzt nicht mehr. Hast du ihn, ja? Jetzt hat er ausgespuckt. Nee, doch nicht. Warte mal. Hinter mir? Hinter dir? Komm, dann kommt der auch noch auf einmal hin. Xeno neutralisiert. Wow. Xeno neutralisiert. So ein Penner. Vor uns ist noch mehr. Ja. Sind das schon. An der Decke sind sie. Die blöden Säcke. Ich komme da nicht durch. Doch jetzt. Aber irgendwo spuckt noch was. Ich habe gerade gesprungen. Ach so. Warte mal, hier ist schon wieder. Müssen wir da runter? Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Ich glaube, wir müssen hier runter, ja. Oder da hoch? Ne, hoch können wir nicht. Also müssen wir schon runter hier, wa? Ja, und da müssen wir. Und da kommt schon wieder dieses versteckte Teil, was da. Irgendwie, weil hier zeigt mein Radar schon wieder an, dass das. Ich geh mal runter. Ja, oh, da unten ist Rüstung. Nicht alle auf einmal! Ich kann Höhen nicht ausstehen. Ich auch nicht. Was hältst du denn von bodenlosen Löchern auf sterbenden Planeten? Ich kann Frauen die Höhen. Oh, hier ist eine Interaktion. Warte mal, ein Audiolog. Das meine ich ja. Das ist der offizielle Nachschubantrag WY-823 von Vorsteher Joshua Morris. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr von diesen Forschungsmodulen. Welcher Amateurgeologe auch immer diesen Ort hier als Installation ausgesucht hat, ist ganz klar unterbelichtet. Das habe ich gehört. Ja, ja. Die strukturelle Instabilität von LV-426 hat drei ganze Module außer Betrieb gesetzt. Eines ist bei einem Erdbeben zerstört worden, die anderen beiden sind in eine Schlucht abgelegt.
abgerutscht. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Ort hasse? Ja, konnte ich mir schon denken. Könnte ich vielleicht rausschneiden. Was, kein Outer City oder was? Ja, der Gedanke ging mir auch gerade durch den Kopf. So, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam auf unsere legendäre Waffe zu. Echt? Finden Sie das Personalregister. Und eine Hundemarke, glaube ich. Oder noch ein Audiolog. Kommen wir jetzt alles drauf zu. Aber Gott sei Dank sind wir schon mal hier im Freien. Ja, jetzt geht das wieder in den scheiß Kabuff. Scheiße, ich habe gerade ein... Mein Bild hängt gerade. Wie dein Bild hängt? Nein. Mein Spiel ist gerade eingefroren irgendwie. Echt? Ich hab einen Absturz. Nee, ne? Oh, ey. Das gibt's nicht, du. Fängt er sich noch oder fängt er sich nicht? Ich kann gerade nichts machen. Mein Bild ist richtig eingefroren. Nicht gut. Nee. Verdammt. Ja, du hängst auch hier hinten in der Wand, oder? Also hier hinten... In der Wand? Nee, nicht in der Wand, aber du stehst jetzt hier. Los! Los! Ah! Oh! Was nun? LP Storm verließ das Spiel. Alles klar. Habe ich rausgeschmissen, ja? Ja. Ja, so ist das schön. Das heißt? Abbrechen. Abbrechen? Ich bin aber noch am Aufnehmen. Ja, das müssen wir trotzdem abbrechen. Das ist ja, das bringt ja so nichts. Ja. Müssen wir wohl über bis zu dieser Stelle dann nachher auf Stream hinspielen. Nö, wir haben einen Kontrollpunkt. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, Hallochen. Da sind wir wieder nach einem kleinen Malöver, wo sich das Spiel bei mir sich aufgehangen hat. Ja. Ja. Und auch von meiner Seite wieder zurück aus der Pause hier. Ja. So, dann wollen wir mal hier weiter marschieren, wa? Richtig. Mit wenig Munition? Ja, weil wir mussten, komischerweise mussten wir uns zu diesem Punkt wieder hinkämpfen. Ja, naja, ist halt nun mal leider so. Ja. Oh. Deswegen sieht meine Waffe... Ein langer, weiter Korridor, das gefällt mir nicht. Deswegen sieht meine Waffe jetzt auch ein bisschen anders aus, weil ich ja noch ein bisschen was in der Waffenausrüstung... Geschütze! Aufhalten, Leute! Ui. Was schießt denn da? Geschütze. Schon wieder. Bleib unten mit deinem Kopf. Ja. Verdammt. Ah, hab mich gar nicht getroffen. Oh, mal gucken, wo diese Scheiße stehen, wa? Oh! Direkt vor mir. So, erstmal wow. Schon mal. Da hast du aber Glück gehabt, Eva. Ja. So, hier haben wir noch einen Textlog. Hier ist mein wöchentliches Update zum Bau von Origin. Trotz der verlorenen Forschungsmodule liegen wir gut im Zeitplan. Zum Teil, weil von Origin nicht so viel übrig ist, wie wir ursprünglich angenommen haben. Ein Teil scheint schon vor unserer Ankunft abgebrochen zu sein. Was haben Sie gesagt, woran das liegt, Doc? Ein Lavastrom hat den Teil abgetrennt. Ach ja, stimmt. Wir sollten Origin in den nächsten 2 Wochen fertiggestellt haben. Und ich kann Ihnen sagen, auch ohne dieses Teil ist es wirklich beeindruckend. Ja. Okay. Aha. Oh, guck mal hier. Der hat sich aber gemütlich gemacht, der Junge. Das wollte ich auch sagen. So, na komm, wo sind wir jetzt? Personalregister, da müssen wir hin. Ich trau dem Flur nicht. Wo ist eigentlich O'Neill und Bella schon wieder? Die sind hier um die Ecke links. Scheiße, mehr Geschütze. Nee, was sieht denn da hin? Cool. O'Neill, bleib hier bei Bella. Ich will auch mal gucken. Ich versuch dahinter zu kommen und das auszuschalten. Flankieren Sie die Geschütze und schalten Sie sie aus. So. Also ich bleib erstmal wieder unten hier. Ah, scheiße. Alles klar. Okay, bleib mal da, ich versuch's auszuschalten. Oh, okay. Da sind ja 2! Verflucht! Mann, beim Rollkommando. Wie soll ich denn da flankieren? Wow. Wie soll ich denn da die scheiß Geschütze flankieren?
Okay. X-Ray hier. Haben Sie das Register schon gefunden? Noch nicht, Sir. Hier ist bei dem verlassenen Außenposten. Es dauert etwas länger. Verstanden. Alter, ich liege. Verdammt. Geht es besser? Ich hab gedacht, ich komme hier ungeschoren rein, aber ging nicht. Es wird immer schlechter. Sagen Sie mir, Kopf hoch. Verstanden, Sir. Na gut. Winter over. Ich... Oh. Ja. Ja, ich hab mich dann mal so ein bisschen gemütlich gemacht, ne? Ja, ich sehe schon. Hier ist eine verfickte, scheiß unsichtbare Wand gewesen. Ich bin nicht dichter rangekommen an dem Mistding. Was ist denn das für ein... Du wolltest auch hinlaufen, ne? Ich wollte ja hinlaufen und mich hinter der kleinen Wand da verstecken. Ja, ja, wollte ich auch. Ey, da war eine unsichtbare Wand. Hast du das gesehen? Nee. Also ich, auf jeden Fall, ich bin nicht weitergekommen, ne? Wenn das eine unsichtbare Wand wäre, dann könnte ich sie nicht sehen. Ja, ja, ist klar. Einleuchten, ne? Theoretisch, praktisch. Ja, ja. Ich verstehe schon. Achso, du? Die war da mit dem Scheiß verschwinden. Trotzdem bleiben. Achso, du schaltest das schon aus, ne? Jo, ausgeschaltet. Okay. Oh, hier liegt noch Rüstung. Oh, ja, haben die übersehen beim letzten Mal. Ah, sagen wir mal ein Schmuckstück. Ja, das Scheiß haben wir schon gehört. Kann aber nicht schaden, das Ding nochmal anzuschalten. So. Scheiße, mehr Geschütze. Ja. Auch immer hier abgehauen ist, wollte seine Flucht gut vertuschen. Ja. O'Neill, bleib hier bei Bella. Ich versuche dahinter zu kommen und es auszuschalten. Flankieren Sie die Geschütze und schalten Sie aus. Ja, wie flankieren wir das Ding jetzt? Ah! Ah! Was machst du da, ne? Schnell laufen. Alter, was... Au! Hallo? Boah, jetzt habe ich einen Pfeifen auf dem Ohr. Echt? Ha, wie geil. Hilfe! Geht's weiter oder nicht? Tür auf! Wow, das ist die nächste, oder was? Mach die scheiß Tür auf! Kacke! Alter! Hilfe! Oh. Geschafft? Ich bin safe. Also wie gesagt, ich glaube, ich flankiere die Dinger gleich. Wow, ich bin gefolgt. Und ich habe unseren letzten Textlog gefunden. Sehr schön. So, wir das habe ich schon mal fertig. Alter. So. Das gesamte Personal muss sich bis zum Toll. In Origin befinden. Wer nicht bis 9 Uhr bei uns ist, wird nicht gerettet werden. Das hat's jetzt gebracht. Nachricht wird wiederholt. Wir verlassen. Alter, habe ich gerade richtig gehört, was er gesagt hat? Das hat's jetzt gebracht eben. Wieder sicher. Wow. Ich musste mich auch gerade konzentrieren. Noch nicht, Sir. Wir sind bei dem verlassenen Außenposten. Es dauert etwas länger. Ah. Verstanden. Wie geht es Bella? Nicht so gut, Sir. Es wird immer schlechter. Sagen Sie ihr Kopf hoch. Verstanden, Sir. Winter over. Bella wird sterben. Das ist schon mal Fakt. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon weg drauf hier? Ich bin ja hinter dir. So, irgendwie kommen wir wohl zu nichts hier. Warte mal. Hier ist noch eine Leiter oder irgendwas Leiterartiges. Oder hoch oder so? Nee, ne? Hier ist irgendwie nichts, ne? Doch. Ich glaube, wir müssen die Geschütze von oben flankieren. Ist auf die Leiter hochgekommen? Ja, du musst auf dieses, auf diesen Computer rauf. Hier. Hm? Nee, hier, da, hier, rechts, diese Maschine hier, die hier ist. So? Da muss raufspringen. Ach so. Alter, jetzt machen wir auch noch einen Jump'n'Run oder wie, oder was? So ungefähr. Ah, geht sowas wie Crouch-Jump hier? Nee, geht auch nicht. Okay, dann müssen wir hier wohl runter, warte, wie das ausschaut. Willst du den Vortritt oder soll ich? Ich muss einmal gucken, wo diese scheiße Geschütze überhaupt sind. Ich geh mal. Ach so, da ist noch eine Tür, gut. Ja, gut. Und da ist noch irgendwo wieder eine scheiß Marke. In dem anderen Raum da drüben.
können wir aber erstmal gleich machen, wenn die Geschütze weg sind. Sind wir nicht von da gekommen? I don't know. Nee, irgendwie ist hier noch sicher. Sicher? Ah, hier. Ach, da sind die Geschütze. Schalt aus. Zack, so, ein ausgeschaltet. Dann ist ausgeschaltet. Jo. Und jetzt das zweite. Yes. Jo, wir schaffen das. Und hier ist das letzte. So, Geschütz ausgeschaltet. Ja, endlich, jetzt kommt auch Bella, die olle Böse. So, jetzt können wir noch die Rüstung klauen. Ja. Und jetzt mal gucken, wo diese blöde scheiß Hundemarke jetzt nochmal war. Ach, die ist verschlossen, die macht Bella ja jetzt auf. Ich guck mal kurz die Hundemarke, ne? Warte mal, hier sind zwei? Brauchen wir noch zwei? Ach, zwei. Ah, die sind beide hier in der Nähe. Cool. Aber wo? Warte mal, hä? What the fuck? Das ist dieses hässliche Textlog, wir sagten, der ist jetzt nicht gezählt hier. Nachricht wird wiederholt. Wir verlassen die Forschungsmodule aufgrund erhöhter Xenomorph-Aktivität. Xenomorph. Das gesamte Personal muss sich bis zum... Also ich sehe hier gar nichts. Wer nicht bis 9 Uhr bei uns ist, warte mal. Nicht gerettet. Dann zeigt er mir das auch nicht mehr an auf dem Radar. Nachricht wird wiederholt. So. Komisch. Also, warte mal, jetzt? Ne. Was war das? Hey, der zeigt das hier. Er steht da noch immer im Weg. Der zeigt mir das immer wieder an hier. Ja, vielleicht ist es auf eine andere Ebene wieder. Ach ja, kann auch gut möglich sein. So ein Shit. So. Was ist hier noch so Schönes drin? Och, was ist das denn für Was, ich war noch kurz davor, ey, das ist so ein Kotzen hier, ey. Warst du tot? Nee, ich wurde schon wieder zu euch hingebeamt. Oh, das hat sich immer wie die Pest, ey. Sobald irgendjemand einen Kontrollpunkt erreicht. Toll. Und wieso, wo standst du denn jetzt kurz davor, voller Wegmarke oder was? Ja. Ja, mein Gott. Davon geht jetzt nicht die Welt unter. Wie gesagt, das hasse ich immer wie die Pest, ey. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser Waffe, wa? Oder? Hier ist irgendwo doch. O'Neill, funktioniert das Ding? Achso. Audio kam ja schon 3 von 3. Eine Erkennungsgefunden und Länge der Waffe. Es funktioniert. Oh, mein Fremd stürzt gerade tierisch im Keller. Der O'Neill. Wow. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Ich fasse es ja nicht. Das ist das Register. Das war einfacher, als ich dachte. Moment. Was? O'Neill findet was? Ich sehe eine USC-Marke. Eine USC-Marke? Wir haben einen Marine? Wen? Geben wir es Cruise. Der findet's raus. Actual, wir haben das Register. Wir schicken es über eine Funkfrequenz und gehen zurück zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Viel Glück mit Bella. Hört ihr das? Das ist ein Dropship. Was ist ein Dropship? Stromversorgung hat wohl Aufmerksamkeit erregt. Oh, da ist das Dropship. Wir sollten weiter. Und zwar jetzt. Fliehen Sie, Bella und O'Neill, zum Aufzug. Oh, ey, bei mir leckert total jetzt. Scheiße. Das ist nicht gut. Festplatte voll? Nee. So, hier ist noch ein Sanikasten, falls du brauchst. Ja. So. Oh, ich habe so viel weiter. Ah, jetzt haben wir wieder Sinn. Verdammt, wir haben jetzt hier wieder... Soldaten, ja. So, Tango down. Okay. Au! Los! Hier.
Sehr schön. Magazin leer, ich bin da. Schön, das war ein schönes Ding. Sehr gut. War wirklich gut, ja. Liegt hier sonst noch was umher? Ja, irgendwas habe ich hier. Oben war da. Die Waffe? Hast du was? Irgendwas Gelbes? Aber ich habe hier so was mit Ausrufezeichen. Ja, ich auch. Hä? Wollen die Zeit alle? Oder wollen die hier den Aufzug? Nee, ne? Musst du da hochgehen, ne? Nee. Hä? Aber später spielt das total oder was? I don't know. Im Container ist auch nichts drin. Komisch. Hä? Ja, spinne ich? Oder haben wir die schon? Nee, was? Ganz smart dann. Keine Ahnung. Ah, komisch. Hm. Okay, da kommen wir also nicht hoch. Gut, dann lass uns mal hier, wa? Ist nichts. Lass uns mal weiterlaufen. Oder liegt wieder unten oder so. Warte mal, zum Schließen. Ich schließe mal, bevor wir noch irgendwie auf dem Rücken was kriegen. Also hier unter der Treppe ist nichts. Alles abgesichert. Hier sind noch einmal Rüstung. Noch mehr Rüstung. Gegner? Boah, was ist hier davon? Und Alien, Alien, Alter, Alien. Was denn? Was geht? Ups. Alter. Oh, da kommt noch einer. Alter. Ach, hier ist die Waffe. Hier ist die Waffe. Hier. Wo bist du? Alter, geile Sache. Warte. Ich glaube, wir machen erstmal an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Okay. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Colonel Marines Alien. Nach der nächsten Folge gibt's Action. Okay, bis dann.